Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Sheep Treats, wo ich euch zukünftig Spiele unter 5 Euro präsentieren werde und die Frage kläre, ob diese ihr Geld wert sind und viel besser sind als Vollpreistitel oder ob sie ihr Geld halt nicht wert sind und einfach nur Schrott sind. Ja, da habe ich mir als erstes mal Halo Spartan Assault rausgeholt, beziehungsweise Spartan Assault, wie auch immer man es sagen will, denn dieses Spiel war am Anfang mal für Windows 8 exklusiv, also für Tablet, Windows 8 und Windows 8 Phones. Ja, jetzt inzwischen geht's auch für Windows 7 und ist über Steam zu kaufen für 4,99 €. Wurde hier die Lizenz ausgeschlachtet oder nicht, dazu später mehr. Zuerst möchte ich auf den Umfang eingehen, denn wir haben 6 Operationen, die alle eingeleitet werden mit so einer schönen Sequenz wie gerade eben, zu je 5 Missionen, aber dennoch hat das Spiel insgesamt nur einen Umfang von knapp 3 Stunden, da jede Mission relativ kurz ist. Die einzelnen Missionen selbst haben nur einen Informationstext, den wir uns durchlesen können, der aber insgesamt doch recht stimmig geschrieben ist. Wir haben dazu auch noch die Möglichkeit, Ausrüstungsgegenstände mit XP-Punkten zu kaufen, wo ich mich bis heute eigentlich frage, warum diese dann nicht für immer gelten. Es ist nur eine Verstärkung für eine einzige Mission und danach fällt sie wieder weg und man muss neue Missionen spielen, um wieder XP zu kriegen. Da gibt es dann Schildbooster, Schadenspunktebooster und so weiter und so fort, die dann die Mission generell etwas vereinfachen manchmal. Die eigentliche Ausrüstung pro Mission ändert sich immer. Wir haben auch rechts dann noch Schädel, damit können wir die Mission verschlimmern bzw. den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Zum Beispiel hier Pazifist oder fallengelassene Waffen haben weniger Munition oder Schilde sind das einzige, was sich regenerieren kann, unsere HP selbst nicht und so weiter und so fort. Dadurch erhöht sich der XP-Wert. Tja, gehen wir mal einfach in eine Mission rein und schauen uns an, wie das aussieht als Top-Down-Shooter. Wir haben in dem Fall die Überleben Sie die Invasion der Allianz. Es sind meistens wirklich recht übersichtliche Ziele, die einfach nur ja relativ schnell abgeschlossen werden. Wie schon gesagt, es sind nur wenige Minuten pro Mission und die Grafik ja sieht doch schon mal ganz interessant aus, beziehungsweise für ein eigentlich auch auf Tablet konzipiertes Spiel sieht Spartan Halo Assault ganz gut aus. Die Steuerung geht gut von der Hand. Es gibt 80 Millionen Badges, wie wir unten sehen können, für jede einzelne Mission. Es sind alle bekannten Halo-Waffen implementiert. Auch Fahrzeuge sind in späteren Missionen zu steuern. Und wenn wir dann letztendlich unsere Mission abgeschlossen haben, ich habe mal ein kleines Stück übersprungen, werden dann unsere Gesamtpunkte berechnet, aus denen sich dann auch letztendlich so schöne Stars berechnen, wofür wir immer 50 XP-Bonus kriegen. Also ein Golden Star wären 150 XP-Bonus für uns. Und rechts sehen wir die Badges, die wir erzielt haben, wo man dann auch eigentlich auf der Xbox-Version Sachen freispielen konnte. Ja, dann haben wir noch mal ein paar andere Missionstypen, die es gibt. Zum Beispiel hier die Zerstören von Brennstäben oder eskortieren Sie Einheiten zu ihrer Verteidigungsposition oder zerstören Sie die Luftabwehr-Rays. Nur mal so als ein paar kleine Beispiele. Hier sehen wir auch ein bisschen die Fahrzeugkontrolle, die auch insgesamt, wenn man dann mit einem Controller spielt, sehr gut gelöst ist. Und am besten natürlich mit dem Xbox 360. Aber natürlich ist auch dieses Last Stand hier drin. Überleben Sie, bis die Horde eintrifft, um zu fliehen. Das ist nämlich die letzte Mission von der ersten Operation. Kommen wir somit zum Fazit zu Halo Spartan Assault. Wenn ich mir Halo Spartan Assault hole für 4,99 €, muss ich mir bewusst sein, dass ich ein Spiel kaufe für 3 Stunden Spielzeit und dann habe ich die Story komplett erlebt bzw. alle Missionen gesehen. Das macht vielleicht auf den ersten Blick Spaß und ist vielleicht sogar diese 5 € wert. Wenn ich habe natürlich noch viel mehr Spaß, wenn ich versuche, alle Kampagnen irgendwie durchzuspielen mit goldenen Stars etc. etc., obwohl man mit relativ wenig Aufwand diese auch so hinkriegt. Also spiele ich eigentlich nur darum, um wirklich ein Gefühl zu kriegen, dass ich 10-mal besser werde. Deshalb keine 100%ige Kaufempfehlung. Wir haben hier aber einen wirklich für Fans des Genres von Top-Down-Shootern guten Titel, der keine Lizenz ausgeschlachtet hat, sondern wirklich Spielspaß beinhaltet für jedermann, der Interesse daran hat. Und abschließend schauen wir uns noch eine schöne Sequenz an von Halo Spartan Assault. Während Spartan Davis weiter auf dem Mond kämpfte, wurden Spartan Palmer und einige UNSC-Truppen auf die Oberfläche von Brathius 5 verlegt, um dort Eindringlinge abzuwehren. Zahlen- und waffentechnisch unterlegen? Spartan Palmer sah darin kein Problem. Und Sie?
Ja, hallo Freunde der Spielkultur nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das neue Konzept, was ich euch vorgestellt habe, Cheap Treat. Hier werde ich natürlich auch weiterhin präsentieren Spiele, die sehr günstig sind, also unter 5 Euro kosten und vielleicht auch noch Spaß machen zusätzlich. Es kann aber auch sein, dass solche Spiele überhaupt keinen Spaß machen. Das alles hört ihr dann immer im Fazit von diesem Video. Vielleicht interessiert ihr euch auch noch für weitere Cheap Treat Spiele, dann klickt an der Seite auf die anderen Videos bzw. auf die Übersichten. Ansonsten guckt doch nochmal in die Let's Plays rein oder schreibt mir unten in die Kommentare rein, welche Spiele ihr als Cheap Treat Perle sehen wollt, denn günstige Süßigkeiten gibt es doch überall. Also beteiligt euch mit an diesem Kanal und formt ihn zu etwas Neuem, Großartigem, was wir hoffentlich dann noch ganz lange haben werden. Also bis dann, euer Doc, ciao!